Hinaus zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Beim letzten Mal sind wir zum Sumpffelsschrein. Ich hoffe mal, ich liege jetzt richtig in der Bezeichnung dieses Schreins. Geritten. Haben dort uns den Talisman geholt. Von dem Kami des Leben und Todes. Und sind nach Akashima geritten. Oder weitergereist. Dort haben wir zwar schon Nuryo gesehen, den Kriegsmönch, den wir in Fort Ito befreit hatten. Aber haben uns erstmal den Langbogen von Uchitsune komplett auf maximal verbessert. Haben noch unseren Kurzbogen, glaube ich, eine Stufe weiter nach oben gebracht. Und haben, was haben wir denn noch? Aufzeichnungen haben wir auch noch gefunden, ja. Ich glaube, das war's, ne? Ja, doch. Das müsste es eigentlich im Großen und Ganzen gewesen sein, so das mit Wichtigste. Und ja, dort jetzt in Akashima machen wir mal weiter. Nicht nur sind wir bei einer Tempelanlage stehen geblieben beim letzten Mal, die halt schon wirklich nicht mehr in bester Verfassung zu sein scheint, sondern wir werden auch in Kürze mit der Mission von Norio beginnen. Da sind wir. Beim letzten Mal haben wir hier auch noch im Tempel uns ein bisschen was angesehen. Oder zumindest würden wir das ganz gerne, wenn wir hier ein bisschen mehr Licht hätten. Aber ich kann mich da noch an eine Sache ganz gut erinnern. Jetzt muss ich nur noch mal wissen, wie. Hier kommt man nämlich nicht hoch, aber ich weiß, es gab eine Möglichkeit, da hochzukommen. Hier haben wir nämlich was auf der Rückseite. Es ist auch schon alles hier im Morast, glaube ich, aufgrund des Gewichtes eingesunken. Hier haben wir nämlich noch was. Und zwar ein Heiler-Stirnband von den Heilern von Akashima geschätzt. Ein sammelbarer Gegenstand. Da unten haben wir auch noch was. Ja, das wäre es hier oben. Habt ihr das auch mal gesehen? Sofern, wie ich mich an diese Orte noch erinnern kann, im Großen und Ganzen nehme ich das natürlich mit. Das ist ja ganz klar. Okay. Nochmal einen schönen Vorrat an Blumen hier gepflückt. Auch kein einladendes Wetter, was hier gerade vorherrscht. Norio ist hier, aber keine Spur von anderen Mönchen. Das ist korrekt. Aber vielleicht ergibt sich das ja noch. Die Invasoren werden unsere Arbeit hier nicht aufhalten. Fürst Sakai! Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Hochi und seine Anhänger kamen vom Zedern-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts. Hochi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten wäre sich wert.
Unterwerfung belohnen. Kotons Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Der letzte Kriegsmönch. Wisst ihr, wo sie hin sind? Sie ritten an den Teefeldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Dann mal los. Sie dürfen den Mönchen nichts antun. Sie sind Heiler. Die Mongolen werden sie am Leben lassen. Diesen Invasoren traue ich ehrlich gesagt alles zu. Das ist eine sehr gesunde Einschätzung und Einstellung obendrein. Sie kamen hier, an den Teefeldern entlang. Sucht nach Spuren. Ich glaube zwar nicht, dass wir hier drin irgendwelche Spuren finden, aber vielleicht finden wir hier noch was anderes. Nö. Okay, dann halt nicht. Glühwürmchen ist auch wieder da. Ah. Um welche Aufzeichnung handelt es sich denn dieses Mal? An Momichi in Akashima. Meine Liebe, wenn du dies findest, sind wir fortgegangen. Es tut mir leid. Wir haben so lange gewartet, wie es ging. Jetzt müssen wir aber die Reise zur Umugi-Bucht antreten. Sie ist nicht leicht zu finden und selbst zu Friedenszeiten gefährlich. Aber angeblich hat eine Gruppe von Schmugglern dort einen Weg gefunden, die mongolischen Schiffe zu umgehen. Wir müssen das Risiko eingehen. Wenn du diese Nachricht vor Neujahr findest, komm schnell zu uns. Ich meine, klar, viele Leute wollen die Insel verlassen, nach wie vor. Wem kann man es verdenken? Hier ist noch ein Fallensteller, okay. Wieder? Schon wieder das Glühwürmchen. Hier gibt es echt einiges zu holen. Und da haben wir schon mal Fußspuren. Fürst Sakai, hier ist etwas. Ja, ich habe es auch schon gesehen, Norio. Ich bin aber so... Ich bin gleich bei dir. Wir haben jetzt die Hälfte. Die Hälfte an Aufzeichnungen im Spiel gefunden. Hotchi und die Kriegsmönche. Mutter, heute traf ich eine Gruppe von Mönchen aus dem Zedern-Tempel. Sie sind auf dem Weg nach Akashima, um dort unsere Heiler zu unterstützen. Die Verantwortung trägt ein Mann namens Hotchi. Ein bekannter Heiler im Norden, aber ein komischer Mann. Eine Gruppe Bauernkämpfer rettete ihn vor Banditen und Hotchi belehrte sie dafür über die Sünde der Gewalt. Erwartet jedenfalls die Ankunft der Mönche, wenn sie euch nicht schon erreicht haben. Vielleicht kann einer von ihnen bei Onkels Verletzung helfen. Wir sind auf halbem Weg nach Kien. Oder Kin. Aber ich denke mal eher Kien. Wenn wir sicher im Haus meiner Schwester angekommen sind, werde ich eine Nachricht schicken. Ichiro. Mhm. So, Norio, wir sind da.
Sie sind in Richtung Sumpf. Kommt. Klingt, als würdet ihr und Hochi euch kennen. Hochi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. War euer Bruder gewalttätig? Nein, aber schon immer furchtlos. Als ich noch klein war, schikanierten mich die Jungs in meinem Dorf. Das muss sicher schon lange her sein. Viele Mahlzeiten her. Einmal stopften sie mich in einen Hirsesack und wollten mich in einen Baum hängen. Enjo tat so, als wäre er ein Dämon, der in den Ästen sitzt. Sie taten mir nie wieder etwas. Mut zeigt sich in vielen Formen. Hochi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu retten. Und das tue ich ohne Hass. Eine weise Einstellung, mein Freund. Aber hier kann man die Fußspuren echt verhältnismäßig leicht aus den Augen verlieren. Gut, aber dafür hat man ja die Trampelpfade. Da sind sie. Bleibt hier, Loriot. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten. Eigentlich noch so zeitnah, wie es ging, auch noch wegholen. Oh, das ist natürlich praktisch, wenn er da schon nachguckt. Okay, er hat schon zwei Pfeile ausgehalten. Das war doch auch mal elegant gelöst. Drei Mönche. Jetzt gehen sie dahin, wo wir gerade standen. Das wird nicht passieren. Oh, Norio ist jetzt auch am Start. Schönes Ding. Stillhalten. Bitte, ich hab Familie. Seid ihr der Samurai, der wieder auferstanden ist? Ist Hochi bei euch? Hochi? Nein, aber einer von uns ist entkommen. Die Eindringlinge haben ihn verfolgt. Sie kommen sicher gleich wieder. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße. Norio, ihr lebt. Zurück, alle Mann. Der wurde schon mal... Oh, nice. Schön als Schild benutzt. Shit. Okay, come on. Wir haben jetzt nur noch diese eine Chance. Was sollst du kriegen? Ach, auf einmal geht's dir doch wieder besser, oder was? Oh, da sind ja noch mehr.
Wo wollt ihr denn hin? Der Junge entkommen ist hier nicht. Aber naja, auch wenn wir einmal am Boden lagen, Norio, auch haben wir es wenigstens trotzdem geschafft. Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hochi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio, sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedern-Tempel. Fürst Sakai. Warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat Sie verärgert? Ich kenne Hochi. Ja. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. Ich werde herausfinden, wohin Sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio. Wichtig ist das ja schon, nicht wahr? Einen weiteren Technikpunkt. Meine Fresse, bald kann ich einen eigenen Shop aufmachen, um die zu verteilen. Talisman der Resistenz 2. Ein Talisman der Verteidigung. Jetzt haben wir hier im Hakutaku-Wald ganz gut alles abgeerntet, was man hier so sehen kann. Drei Taten, drei Illusionen. Ja gut, dann würde ich halt sagen, zurück nach Akashima, ne? Dann können wir doch die zweite Mission gleich hinten dranhängen. Hier. Stellt euch mal vor, ihr seid hier nachts unterwegs, ey. Junge, da kriegst du doch mehr als nur Paras. Mit wem können wir denn da noch quatschen? Wir hätten auch die Tür nehmen können, aber... Naja. Das Phantom von Yarikawas Rache ist zurückgekehrt, mein Herr. Es tötet Menschen in den alten Ruinen. Dieses Phantom sagt mir nichts. Sicher, dass es nicht die Mongolen sind? Ihr kennt die Legende von Fürst Yarikawas letztem Fluch nicht? Der Musikant Yamato erzählt sie besser als jeder andere. Er ist in der Nähe von Alt Yarikawa. Ich suche ihn auf und gehe dem auf den Grund. Ein weiterer Musikant also. Das Phantom von Yarikawas Rache. Oh, da würden wir ein Schwertkit und sogar noch eine Möglichkeit einer neuen Kampftechnik erlernen. Es hat sich gelohnt, hier mal vorbeizuschauen und mit der Frau zu sprechen. Aber an erster Stelle machen wir jetzt mit Norio weiter. Ich weiß, da saß er gerade, aber wen haben wir hier? Ich glaube, die Mongolen fürchten unsere heißen Quellen, Fürst Sakai. Sie meiden sie. Vielleicht mögen sie keinen Schwefelgeruch. Oder fürchten ein Bad, mache sie krank. Hoffentlich bleibt das so, mein Herr. Der einzige Krieger, der sich in Tsushimas heißen Quellen stärken sollte, seid ihr.
Das bestreite ich nicht. Ja, okay. Nichts, was wir nicht schon kennen würden. Fürst Sakai. Norio. Wir waren alle um Hochi besorgt. Sie brauchen eine Pause. Solche Augenblicke sind derzeit selten. Ich war mal wie Sie. Ich bin nicht mehr der gleiche Mann wie in der Nacht vor Komoda. Wie schlimm war es? Komoda? Schlimm. Wir verloren alle. Der Strand war von Blut durchtränkt. Der Sand wie Brei. Ein albtraumhafter Anblick. Wir ritten Richtung Süden, bis in die Nacht. Ein Sturm zwang uns anzuhalten. Auf einem Gehöft schliefen wir etwas. Schreie rissen mich aus dem Schlaf. Das Haus in Flammen. Plündernde Mongolen. In Ketten kamen wir nach Kaneda. Nachdem wäre ich lieber im Kampf gestorben. Ich ahne, wo sie Hochi festhalten. Wollt ihr jetzt gehen? Ja. Drei Taten, drei Illusionen. Das war auch ein Gesprächsthema, das war schon ziemlich deep. Wo gehen wir hin? In ein Küstenlager. Mongolenschiffe auf dem Weg nach Norden holen dort Vorräte und Gefangene. Auf hoher See werden wir ihn verlieren. Fürst Sakai, was macht ihr, wenn das alles vorbei ist? Ich weiß es nicht. Ich kann unmöglich heimkehren und einfach weitermachen wie zuvor. So geht es mir mit meinem Tempel. So lange war mein Weg klar vor mir. Dem achtgliedrigen Pfad folgen. Eine Familie gründen. Dem Zedern-Tempel dienen. All das könnt ihr immer noch tun. Ich ging wegen meines Bruders in den Tempel. Und stellte mir immer vor, wie meine Kinder und Enjos Kinder gemeinsam aufwachsen. Unsere Frauen werden befreundet. Aber Erwartungshaltung und Vorstellungen. Die haben nicht alles genommen, Norio. Eines Tages sind sie fort. Und ihr habt euer Leben noch vor euch. Es ist nicht mehr nur mein Leben. Ich muss für Enjo und die anderen gefallenen Mönche leben. Empfindet ihr nicht ebenso für die Samurai von Komoda, als wäret ihr ihnen schuldig? Manchmal. Als müsse mein Leben für 100 Samurai zählen. Doch das erscheint mir unmöglich. Vielleicht ist es das. Mein Leben vor der Invasion kommt mir vor wie das eines anderen. Oder wie die Kindheit. Vielleicht empfindet ihr in 20 Jahren dasselbe für diesen Augenblick. Fürst Sakai, ich sagte doch, Hochi sei entschieden gegen Gewalt. Nur er sei anderer Meinung als die Kriegsmönche. Er hasst alle Waffen. Auch eure und meine. Er kann mich belehren, so viel er will, wenn er sicher in Akashima ist. Was ich noch sagen wollte, Erwartungshaltung und Realität decken sich meistens gar nicht. Deswegen ist es auch schwer, danach überhaupt Fuß wieder, ja, oder Fuß zu fassen, so wie es ursprünglich mal gewesen ist. Also, pfuh, das kann eigentlich so gut wie keiner. Wir nähern uns dem Lager. Hier hinten waren wir auch noch nicht. Wir hatten es mal gesehen, ja, aber. Zeigt mir, was ihr könnt. Erledigt ihn. Aber mit Vergnügen. Norio geht erstmal straight vorbei. Toll, jetzt habe ich mich auf Norio konzentriert. Wir brauchen einen Überblick über das ganze Lager. Was ist mit dem Korn? Gut, schnell. Ja.
Ich sehe schon wieder aus, ey. Wie nach so einer schönen Kotorgie. Allein gehe, kann ich unbemerkt zu ihm gelangen. Eine Signalkanone. Ich könnte sie auslösen und sie ablenken. Und ich hole Hochi raus. Ich suche Hochi und treffe euch dort. Wartet nicht auf mich. Bringt Hochi zurück ins Dorf. Ich komme zurecht. Okay. Wir sehen uns dann alle in Akashima. Feuert die Signalkanone ab. Ich hole Hochi. Sucht Zuflucht bei Amida Buddha, mein Herr. Wo soll das denn sein? Ich würde mal interessieren, ob ich den Bogenschützen da hinten mit Uchitsunes Langbogen wegholen kann. Yes. Als wäre es nichts. War eine knappe Kiste. Das sind zwei Leute, die da stehen, ne? Findet sich denn hier auf dem Schiff noch irgendwas? Nee. Okay. Also hat man wenigstens mal nachgeguckt. War das, Gut gemacht, okay, das Freund. Das dürfte die Mongolen aufscheuchen. True. Das ist zwar der Timer, aber wir haben noch keinen Speicherpunkt gefunden. Oder bekommen, besser gesagt. Bitte, nicht! Was ist hier los? Wer seid ihr? Ein Freund, wir müssen weg. Ich kann nicht weg. Die Mongolen bringen mich zum Zedern-Tempel. Die Menschen dort brauchen Heiler. Dringend. Dafür ist keine Zeit. Tut mir leid, aber ich muss hier bleiben. Jin! Hochi! Norio, was macht ihr denn hier? Der Alarm hat einen Plünderertrupp angelockt. Sie sind ganz nah. Verdammt. Bleibt zurück, Hochi. Wir halten sie euch vom Leib. Norio, zieht eure Klinge. Gut, bevor die Leute da sind, mache ich es schnell und schmerzlos. In der Hinsicht, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Let's play Ghost of Tsushima.